Stephen King schrieb einmal, Albträume existieren außerhalb der Logik. Es bringt wenig, sie erklären zu wollen. Sie sind die Antithese der Poesie der Angst. In Horrorgeschichten fragt das Opfer ständig nach dem Warum. Aber es gibt keine Erklärung und es sollte auch keine geben. Das ungelöste Geheimnis verfolgt uns am längsten und ist das, woran wir uns schließlich erinnern. Mein Name ist Alan Wake. Ich bin Schriftsteller. Ich hatte schon immer eine rege Fantasie. Aber dieser Traum hat mich aus der Bahn geworfen. Er war wild und düster und sogar für mich ziemlich verrückt. Ja, es begann mit einem Traum. Für einen Albtraum typisch war ich zu spät dran und musste dringend mein Ziel erreichen, einen Leuchtturm. Es gab wichtige Gründe, an die ich mich nicht erinnere. Um dorthin zu kommen, fuhr ich auf der Küstenstraße zu schnell. Ich hatte den Anhalter zu spät gesehen. Er war tot. Ich war überzeugt, dass ich im Gefängnis landen und Alice nie wiedersehen würde. Plötzlich war seine Leiche weg. Ich stand noch unter Schock und konnte mich kaum auf den Beinen halten. Eieieiei. Gerade erst das Spiel gestartet und schon einen Anhalter irgendwie weggeflext. Hallihallo und herzlich willkommen hier bei mir und bei Alan. Alan Wake. Ja, ein weiteres Let's Play hier auf diesem Kanal. Wenn ihr Bock drauf habt, dann lasst gerne ein Abo da. Wir spielen Alan Wake und es handelt sich wirklich um ein großartiges Spiel. Es ist natürlich Alan Wake Remastered. Müssen wir ein paar Einstellungen gerade noch machen. Maussteuerung passt für mich soweit. Und ja, wie es aussieht, sind wir ein Schriftsteller. Auf dem Weg zum Leuchtturm, denn dort wird sich Alice wohl verstecken oder zumindest auf uns warten. Ich weiß es nicht genau. Wir sind auf der Suche nach ihr. Und wie gesagt, auf dem Weg erstmal einen Anhalter weggeflext. Das ist natürlich... Uff! Ja, kann einen besseren Start geben. Jetzt ist natürlich die Frage, wo ist die Leiche hin? Die Leiche scheint weg zu sein. Ich freue mich tierisch drauf. Ich freue mich wirklich drauf auf dieses großartige Spiel. Ich hoffe, ihr habt auch ein bisschen Bock da drauf. Kommt ein bisschen spät, ist schon eine Weile Release. Ich musste zum Leuchtturm. Etwas Wichtiges wartete dort auf mich. Ja, Alice wartet dort hoffentlich auf uns. Neue Quest, zum Leuchtturm gehen. Eine Waffe haben wir jetzt irgendwie nicht. Wir sind, wie gesagt, gerade aus dem Auto gesprungen. Haben irgendwie eine olle Jacke an, paar Stiefel. Scheint auch relativ kalt zu sein. Sehr ungemütlich, nebelig. Und ehrlich gesagt, relativ gruselig. Ja, wow, da ist er wieder, der Anhalter. Oder sein Geist. Ich hoffe, der rennt jetzt nicht auf uns zu. Natürlich, natürlich rennt er auf uns zu. Das gibt's doch gar nicht. Ja. Halten Sie sich für Gott? Ich muss weg. Glauben Sie, dass Sie sich einfach Sachen ausdenken können? Ja. Mit Menschen spielen und sie töten, damit es die Spannung steigert? Eieieiei. Gleich die epische Flucht hier einschlagen. Ist der Typ überhaupt noch da? Ah, ich glaube, er ist schon weg, oder? Bei meinem Glück taucht er gleich direkt wieder vor uns auf. Wir können mal kurz zurücklaufen vielleicht. Mal gucken. Nee, zurück kommen wir nicht mehr. Okay, wir haben ihn abgehangen. Herr im Himmel. Was für ein Akrofreak. Oh mein Gott, da ist er wieder. Sie können auf Angriffen ausweichen. Umschalt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich spiele mit Tastatur. Ja, da sicher. Hat er mich direkt weggeflext. Wir spielen übrigens auf normal. Also weder leicht noch schwer. Ja, okay, alles klar. Da hat er mich jetzt leider getroffen. Ich glaube, wir müssen einmal erfolgreich ausweichen, oder? Das klappt ja super. Das klappt ja super. Ich hoffe, ich habe unendlich Leben hier. Ah, ganz so gut klappt das nicht, wie ich mir das... Oh mein Gott, Alter. Fail des Jahres.
Also wie gesagt, wenn ihr Pro-Gameplay sehen wollt, dann geht woanders schauen. Ich erkannte, dass er eine Figur besser wird's nicht. War, an der ich gearbeitet hatte. Oh, habt ihr das gehört? Er war wohl eine Figur einer Geschichte, die wir geschrieben haben. Eieiei. Aber er ist weg und ich lebe zum Glück noch. Ich habe oben links so eine kleine Anzeige mit zwei roten Balken. Vermutlich wird das die Lebensanzeige sein. Wie fühlt es sich an, durch die eigene Schöpfung umzukommen? Da ist er wieder. Der wird richtig aggressiv. Oh, oh, oh. Vielleicht träume ich das auch nur. Aber wir müssen zuerst mal weg. Ganz weit weg. Ob er noch hinter mir ist. Ich will es ehrlich gesagt nicht herausfinden. Er hat sich auch irgendwie in einen Sturm verwandelt, der uns jetzt jagt. Da vorne ist er doch wieder. Oder ist das ein anderer Dude? Ja, ich komm schon, ich komm schon. Hi, moin, grüß dich. Okay, alles klar, wir sollen raus reingehen. Er hat es nicht geschafft, er ist draußen. Stopp! Nein! Ich saß fest. Es gab kein Entkommen. Waffen scheinen irgendwie nichts auszurichten. Hier vorne ein Fernseher mit einem gruseligen Auge drauf. Sterben Sie! Die Botschaft ist angekommen. Alter, ich hoffe, der Freak kommt jetzt nicht rein hier. Oh mein Gott, war eine Todesfalle. Ich musste raus. Ja, die Frage ist wie. Also hier ist zwar eine Tür, aber ich kann da nichts mit machen. Komm schon, Alan. Beruhig dich. Wir müssen hier weg. Du Kacke. Die Tür geht auf. Wir müssen raus hier. Immer dem Licht nach, steht hier oben links. Dem Licht folgen. Sie sind verletzt. Sie sollten ins Licht gehen. Nur dort sind Sie sicher. Bleiben Sie in Sicherheit, bis Sie vollständig geheilt sind. Ich muss Ihnen etwas Wichtiges erzählen. Es lautet so. Denn er wusste nicht, dass unter dem See, den er Heimat nannte, ein tieferer, dunklerer Ozean liegt grün, wo die Wellen wilder und doch ruhiger wiegen. Seine Häfen habe ich gesehen. Verstehen Sie? Nein. Zum Licht. Okay, wie es aussieht, schadet uns der Schatten, aber sobald wir im Licht bleiben, sind wir auf der sicheren Seite, so wie es aussieht. Um Ihnen etwas beizubringen. Die Dunkelheit ist gefährlich. Noch schläft sie. Wenn sie spürt, dass sie kommen, wird sie erwachen. Es ist wenig Zeit. Ich kann Ihnen nur das Wichtigste zeigen. Der Anhalter wird jetzt vom Dunkel kontrolliert. Man kann ihn nicht verletzen. Die Dunkelheit schützt ihn vor jeglichem Schaden. Nur Licht kann die Dunkelheit verteidigen und ihn wieder verwundbar machen. Hier die Lampe. Okay, alles klar. Also wir haben Revolvermunition gefunden und eine Taschenlampe. Legen Sie die Taschenlampe auf ihn und vertreiben Sie die Dunkelheit. Oh Scheiße, Batterie ist leer. Wir versuchen es nochmal. Gut gemacht. Jetzt wird er nicht mehr von der Dunkelheit geschützt, aber sie ist noch in ihm. Sie steuert ihn. Er kann nicht gerettet werden. Er ist eine Bedrohung. Er ist ihr Feind. Hier, nehmen Sie die Waffe. Oh, sehr gut. Sehr gutes Tutorial, Leute. Ja, sterben Sie. Ich habe irgendwie gar keinen Zielmarker. Die Taschenlampe ist mein Zielmarker, habe ich das Gefühl. Wir haben ihn. Sehr gut.
Vergessen Sie nicht, was Sie gelernt haben. Das ist alles. Ich gebe Ihnen jetzt Ihren Traum zurück. Okay, also wenn wir sie anleuchten... In dem Albtraum übernahm eine furchtbare Dunkelheit die Welt. Der Leuchtturm war der letzte sichere Ort auf Erden. Wenn wir sie anleuchten, dann sieht es so aus, als ob sie sich manifestieren. Das heißt, wir können sie dann irgendwie wegholzen und wegkneuzen. Und es scheint irgendwie... Oh, da ist wieder so ein Freak. So, wir haben ihn jetzt angeleuchtet. Das heißt, er ist jetzt physisch da. Nee, der ist abgehauen. Der ist abgehauen, der Lümmel. Der ist einfach despawned. Oder ist er? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, das hat jetzt nicht so gut geklappt mit dem Ausweichen. Wo ist denn der Freak? Oh mein Gott. Oh wow. Oh wow. Wie viele sind es denn? Oh nein, schon das erste Mal gestorben. Das gibt's doch gar nicht. Nochmal von vorne. Okay, wir müssen, glaube ich, ein bisschen langsamer. Oh, er ist immer noch da, ne? Er ist immer noch da. Diesmal ist er nicht despawned. Alte Mistmade. Okay, den haben wir. Ich muss unbedingt nachladen. Oh boy. Oh boy. Da ist noch einer. Ich weiß auch nicht, ob ich unbegrenzt viele Batterien habe. Lass mal ins Licht laufen, Leute. Eieieiei, hier scheint was drin zu sein. Leuchtpistolenmunition, interessant. Und eine Leuchtpistole haben wir auch. Okay, alles klar. Das ist wahrscheinlich so die 2-in-1-Kombo. Müssen wir wahrscheinlich nicht vorher anleuchten. Und können ihn direkt so ein Ding ins Gesicht schießen. Ich weiß nicht. Ja, ja, da sind sie wieder. Die drei von der Tankstelle hier. Oh, scheiße. Oh, wow. Richtig, richtig gut. Muss die Waffe nachladen. 3 auf einen Streich. Vielleicht sollten wir auch wirklich einfach nur wegrennen, weißt du? Vielleicht einfach nur von Punkt zu Punkt laufen, von Laterne zu Laterne. Damit kann ich ewig weitermachen. Es geht natürlich das Licht aus hier. Ja, 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 okay. Wir sollten laufen. Ich weiß nicht, ob da Leuchtmunition hilft da hinten. Renn, Ellen. Lauf! Um Gottes Willen, Ellen! Hier fällt bestimmt gleich noch irgendwas runter. Genau, da vorne, okay. Wir haben auch keine Batterie mehr, die wir auffüllen können. Ist tatsächlich alles begrenzt. Oben links sehen wir den Batteriestand. Und hier steht eine Thermoskanne rum, die können wir aber nicht nehmen, oder? Schlückchen, oh mein Gott, oh mein Gott. Wir wollten ein Schlückchen Kaffee trinken. Wir sind aber ein bisschen im Bedrängnis, glaube ich. Oh, 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 lauf, Ellen, lauf ins Licht. Was für ein Albtraum. Jetzt geht der Leuchtturm aus. Baby, war nur ein Albtraum. Alles ist okay. Du bist eingenickt. Ja, mehr als eingenickt wäre ja auch mal etwas Neues. Freu dich, Liebling. Wir sind da. Welcome to Bright Falls.
Fresh Seafood scheint eine Fischerstadt zu sein. Da sind wir nun angekommen mit unserer Frau auf einer Fähre unterwegs. Schau mal. Tun wir so, als wären wir im Urlaub. Stell dich neben den alten Herrn. Ich mache ein Foto von dir mit der Stadt im Hintergrund. Okay. Ich sag dir auch einen Titel für das Bild. Ein Städter, kurz bevor er von einem Bär gefressen wird. Und das scheint Alice zu sein. Gehen wir mal hin. Zu dem weißhaarigen Mann. Könnte mein Vater sein. Schön, dass Sie gerade jetzt unsere Stadt besuchen. In 2 Wochen ist Hirschfest. Hirschfest? Hast du das gehört, Schatz? Ihre Frau ist sehr hübsch, wenn ich das sagen darf. Mein Name ist Pat Maine. Schön, Sie kennenzulernen. Ja, ich bin Alan Wake. Ich habe einen berühmten Schriftsteller wie Sie natürlich erkannt, Mr. Wake. Es ist mir eine Freude. Ich bin eine echte Leseratte. Ich will mich wirklich nicht aufdrängen, aber ich moderiere die Abendsendung beim lokalen Radiosender. Bekomme ich vielleicht ein Interview? Wissen Sie, Mr. Maine, ich mache hier Urlaub. Eigentlich wäre es mir am liebsten, wenn meine Anwesenheit unter uns bleiben könnte. Das verstehen Sie doch sicher. Natürlich, verlassen Sie sich auf meine Diskretion. Ich bin nicht schwer zu finden, falls Sie Ihre Meinung ändern. Ich wünsche Ihnen beiden einen schönen Urlaub. Eieiei, er versucht es natürlich bis zum Schluss, uns noch zum Interview zu überreden. Aber es scheint ein idyllisches Dörfchen zu sein. Kurze Zusammenfassung bisher. Wir machen Urlaub. Urlaub mit Alice. Und wir hatten einen heftigen Albtraum. Ob es sich wirklich um einen Albtraum handelt, ja, das müssen wir noch rausfinden. Ich befürchte fast nicht. Ich habe ein paar echt gute Fotos gemacht. Und wie ich sehe, hast du einen Freund gefunden. Wie süß. Genau. Naja, Freund ist ein bisschen zu viel gesagt. Ja? Hey, Superstar. Wie geht's meinem Lieblingsschriftsteller? Seid ihr schon da? Barry. Ja, sind gerade angekommen. Werdet ihr von Einwohnern belästigt? Sag Bescheid, dann spring ich ins Flugzeug und sorge dafür, dass man euch in Ruhe lässt. Nein, Barry. Alles okay. Sehr gut. Ich will nur sicher sein, dass du dich erholst und deine Akkus auflädst. Und wie ist es so? Hat dich die Natur schon inspiriert? Barry, wir sind gerade angekommen. Okay, Elf. Ich frage später nochmal nach, ob bei euch alles in Ordnung ist. Und du meldest dich, wenn es ein Problem gibt, okay? Okay. Ich will nur dein Bestes, Kumpel. Wir hören uns später. Ich hab dich auch lieb, Barry. Barry, mein Verleger eventuell? Ich weiß, ob er 5 Minuten anrufen wird. Barry ist Barry. Ich kann das Telefon immer noch ausschalten. Siehst du? Eine SMS von Barry. Er lässt dich auch schön grüßen. Ja, Barry ist ein bisschen penetrant. Oh, guck mal. Alan, wir sind da. Wir landen gleich an. Zurück zum Auto. Welches war denn das? Dieser Pickup hier oder das hier? Hier, guck mal, das ist unser Auto. Marke, schwer zu sagen. Wüsste ich jetzt nicht. Falls ihr eine Idee habt. Oh, guck mal, hier ist ein Zeichen drauf. Na komm, Schnauze. Ein Lyndon. Ich erledige alles. Ich habe alles arrangiert. Ich fahre das Auto. Ich trage sogar das Gepäck. Du musst nur deinen süßen Hintern in den Wagen schwingen und die Fahrt genießen. Wenn Sie die Marke identifizieren können, schreibt es gerne in die Kommentare. Wir gehen rein, wir verlassen die Fähre. Wir müssen beim Dinner anhalten und den Schlüssel vom Vermieter abholen. Ein Mr. Carr Stucky. Er wartet auf uns. Ich tanke und du holst den Schlüssel. Ich hol dich hier ab in 15 Minuten. Okay. So machen wir das. Alan? Danke, dass du mitgekommen bist. Ich liebe dich. Fahr schon. Ich werde mich schon benehmen. Alice, natürlich, natürlich. Es gibt doch nichts Schöneres, als mit der eigenen Frau Urlaub zu machen. Orte wie diesen hatte ich schon fast vergessen. Oh, wow. Kleinstädte, in denen jeder jeden kennt. Willkommen im Audio Diner. Hi, können Sie mir vielleicht helfen? Ich suche jemanden, der heißt... Mr. Wake? Alan Wake? Oh Gott, ich bin Ihr größter oh Fan. Oh mein das Gott. Das hören Sie bestimmt dauernd, aber ich bin es wirklich. Es ist nett, dass Sie das sagen. Rose, ich suche Mr. Stucky. Carl Stucky. Carl? Ah, natürlich, Mr. Wake. Er muss zur Toilette gegangen sein und ist sicher gleich wieder zurück. Ich fasse es nicht. Ich habe alle Ihre Bücher. Also ich glaube, wir sind so eine Art Stephen King, so vom Bekanntheitsgrad her. Und Sie bewahren ihn hier auf? Okay. Dann ist ja gut.
Das ist ja Wahnsinn. Hier gibt es sogar Pappaufsteller. Ob das unsere Heimatstadt ist, ich weiß es nicht. Guck mal, wir können ihn sogar untersuchen. Aber ich bin unschuldig, wenn sie ihm verfallen und ihnen das Herz bricht, wenn sie wieder abreißen. Unser Rusty ist kein Mensch mehr. So viel zum Ruhigen. In seinen Adern fließt nichts als schwarzer Kaffee. Da sind wir schon zwei. Eieieiei. Okay, selbst der Sheriff kennt uns hier. Mit dem können wir jetzt erstmal nicht quatschen. Mr. Wake? Ich kann es gar nicht glauben. Ich unterhalte mich gerade mit Alan Wake. Hier vorne sind so ein paar zwielichtige Gestalten. Sollen wir da mal kurz hingehen? Tu mir einen Gefallen, Kleiner. Ich könnte jetzt wirklich ein bisschen Musik brauchen. Coconut Nummer 6 in der Jukebox. Ey, komm, das machen wir doch an. Aber wir sind beide Beine eingeschlafen. Kein Problem, mein Lieber. Scheint ein alter Seemann zu sein, Lied Nummer 6. Coconut schon wieder? Das ist einfach widerlich. Und so willst du ein Rocker sein? Unglaublich. Ja, manchmal hängt sie. Dann muss man dem Ding einen ordentlichen Klaps geben. Okay, wir hauen mal gegen. Ah, da ist es. Das großartiger ist Song. Mein Ding. Oh ja. Das war's. Ich bin tot und in der Hölle. Song dudelt ganz, ganz leise im Hintergrund. Was haben wir denn hier? Hier ist doch eine Thermosflasche. Guck mal. Können wir die doch einsammeln? Sammelbare Thermosflaschen. 1 von 100. Und wir haben im Albtraum die erste gar nicht mitgenommen. Das ist natürlich sehr ärgerlich. Also die 100 Thermosflaschen werden wir wahrscheinlich nicht mehr sammeln können. Das ist ärgerlich. Was ist denn das hier? Ist das ein Spanner oder was? Ist das ein Foto? Was hat ihr denn da in der Hand? Ist das ein Huhn? Gehen Sie da nicht rein, junger Mann. Sie könnten sich im Dunkeln verletzen. Ah, die weiß irgendwas. Ich wollte nicht warten. Ich wollte Stucky finden. Sie wollen doch nicht Schlüssel sterben, holen oder? Und dann nichts oder gar Schlimmeres. Ich habe die Kellnerin ging mir auf die Nerven. Aber er wollte wie alle nicht übereifrigen hören. Fans. Okay, okay. Wir gehen rein. Wieder im Dunkeln. Also Licht und Dunkelheit scheint hier eine große, große Rolle zu spielen. In der Gedankenwelt von Alan Wake und allgemein auch in diesem Spiel hier. Hallo? Mr. Stucky? Carl hat es leider nicht geschafft. Er ist krank geworden. Oh, oh. Aber ich habe den Schlüssel und Anweisungen, wie Sie zum See kommen. Okay. Ich wünsche viel Spaß in meiner Hütte. Ich komme später vorbei und schaue nach dem Recht. Die Witwe. Also ich denke mal, sie ist eine Witwe, oder? Unbedingt. Danke. Woher zur Hölle weiß sie, dass wir eine Frau haben? Okay, eine einsame, gruselige Witwe mit merkwürdigen Ringen an den Händen. Gibt uns hier irgendwie sehr inspirierend. Eine Karte und labert uns auf Toilette voll. Ja, da kommen wir nicht mehr rein, ne? Und wir sollen sie besuchen gehen später. Mit unserer Frau Alice. Beziehungsweise besucht sie uns, oder? Okay, komm, wir verpiesen uns wieder. Wir gehen wieder ins Licht. Die wunderliche Frau mit dem Huhn hatte recht. Wir hätten da niemals hingehen sollen. Gehabt, junger Mann. Im Dunkeln kann man sich leicht verletzen. Ja, ja. Ich merke das schon. Da muss ich Sarah sagen, dass sie sich um das Licht an der Wache kümmert. Aha. Das ist schon zu lange fällig. Selbst das klingt besser als dein Gesang. Alles in Ordnung? Super. Verfluchter Leistenbruch. Schwillt an wie ein Ballon, wenn ich mehr als einen Löffel hebe. Ja, alles super. Es ist lange her, Tom. Schön, Sie zu sehen. Hey, Sie haben nicht zufällig was zu trinken dabei, Tom? Schön wär's. Also zu trinken habe ich nichts dabei. Der will wahrscheinlich sein Kaffee ein bisschen aufwerten. Mit einem Schluck Schnappes. Die Andersons sind unsere Musiker. Wir warten auf Dr. Hartman, der sie abholen wollte. Sie sind aus einer Klinik bei der Cauldron Lake Lodge abgehauen. Ach, das gibt's doch gar nicht. Die saßen in der Klinik. Zwei Musiker. Was für eine Klinik ist es denn? Wo ist Doc Hartman? Wir gehen mal raus hier. Ich gehe zu... Tschüss, Mr. Wake. Ja, tschüss. Mach's gut. Da wollte er mir gerade noch was sagen, aber na gut. Gehen wir mal raus. Alice wartet schon im Auto auf und so hupt schon vor dem Laden, wie peinlich. Der Schlüssel und die Wegbeschreibung. Mein Held.
Ich habe Taschenlampen. Zur Sicherheit. Okay, das erinnert mich an meinen Traum. Hey, warten Sie! Mrs. Wake! Wow. Ihr Schlüssel! Alter, wir fahren jetzt wahrscheinlich in die falsche Hütte. In die Hütte der Witwe. Was für ein Ort. Das wäre doch der perfekte Schauplatz für ein Buch. Wir wollen hier Urlaub machen, Alice. Ich denke drüber nach, wenn wir wieder zurück sind, okay? Okay, wir können später drüber reden. Ich wollte gar nicht darüber reden. Ich wollte meinen Kopf in den Sand stecken. Früher war ich mal ein erfolgreicher Schriftsteller, aber das war lange her. Seit 2 Jahren hatte ich kein Wort zu Papier gebracht, seit meinem letzten Buch. Und jetzt das Wetter. Es wird eine klare Nacht. Also, ihr Stadtmenschen, riskiert ruhig mal einen Blick nach oben und guckt euch an, wie Sterne aussehen. Hier draußen wird es ziemlich dunkel, aber sie leuchten euch den Weg. Eine wunderschöne Hütte. Wow, das ist fantastisch, Ellen. Ja, nicht schlecht. Keine Angst, Schatz. Wir sind drin, bevor es dunkel wird. Und ich habe die Taschenlampe. Ich weiß. Ist schon gut. Alice hatte eine Phobie. Angst vor der Dunkelheit. Ich wollte sicher gehen, dass wir vor Sonnenuntergang ankommen würden. Es kommt mir vor, als ob Ellen diese Geschichte, in der wir hier gerade uns bewegen, selber gerade schreibt. Hast du richtig gelesen? Es ist gar nicht wie in der Broschüre. Es sollte doch am See sein, nicht auf dem See. Ach, das hier ist viel besser. Es ist herrlich. Unsere eigene private Insel. Denn er erzählt wie ein Erzähler in einem Buch. Über all das, was sich hier zuträgt. Oh mein Gott, ein Rabe. Eieieiei. Vögel, weiß ich nicht. Gibt echt tollere Sachen. Ich bin nicht so der großartige Vogelfan. Wie sieht's bei euch aus? Ich mag lieber so Hunde und Katzen. Irgendwas mit 4 Beinen. Irgendwas, was nicht fliegen kann. Vögel müssen echt nicht sein. Vor allen Dingen nicht diese Raben oder Krähen. Wahrscheinlich sind es Krähen, oder? Ich weiß es nicht. Ja, gehen wir mal rein. Bird Lake Cabin. Unsere eigene Insel. Herz allerliebst. Aber natürlich auch, müssen immer im Hinterkopf behalten, wie wir hierher gekommen sind. Ja, die Hexe hat uns gerade diesen Schlüssel gegeben, diese Witwe. Normalerweise wären wir wahrscheinlich in einem viel komfortableren und schöneren Haus. Jetzt sind wir hier gelandet. In der Rabenvilla. Oh mein Gott. Traumfänger. Das hätten wir. Sehen wir mal hinein. Ich würde, bevor ich da reingehe, mich gerne noch mal ein bisschen umschauen hier auf unserer kleinen Privatinsel. Vielleicht finden wir hier noch was. Okay, Thermoskannen müssen wir jetzt nicht mehr sammeln. Die werden wir jetzt nicht mehr voll bekommen, leider, denn... Naja, wie soll ich sagen? Die erste Kanne haben wir leider verkackt im Tutorial schon. Was eigentlich ziemlich schade ist. Aber wir können uns ja hier noch mal ein bisschen umschauen. Hier scheint ein alter Geräteschuppen zu sein. Da führt ein Kabel rein. Eventuell ist hier so eine Art Stromgenerator oder sowas. Aber da kommen wir auch nicht rein. Ich kann auch irgendwie keine... Hier ist das die Tür. Hier ist die Tür. Ich wollte gerade sagen, ich kann gar keine das Tür erkennen. Das Stromkabel führte zu einem alten Generator. Ah. Ich mach das einfach mal an. So. Es werde Licht. Sehr schön. Wahrscheinlich hätten wir das früher oder später eh anmachen sollen. Ich weiß es nicht genau. Gute Arbeit, Liebling. Ich mache mich frisch und mach's mir bequem. Okay, ich schaue mich ein bisschen um. Na klar, viel Spaß. Was, Alice geht jetzt ganz allein in das Gruselhaus rein? Oh mein Gott. Es war ein schöner Ort. Ich sagte mir, dass ich hier entspannen könnte und schlafen und meine Arbeit vergessen. Ich dachte, wir könnten hier glücklich sein. Ich stand jetzt also so lange draußen, bis die Sonne untergegangen ist. Ja, es dämmert ein bisschen. Glücklicherweise haben wir den Generator angeschaltet.
Wenn der Fokus auf dem Bildschirm angezeigt wird, können Sie die Ansicht interessanter Ereignisse durch das Drücken der Erhalten der Fokustaste. Okay, alles ist einfach F drücken. Lake Lodge erzählt. Das alte Gebäude war früher ein Hotel gewesen. Heute war es aber nicht mehr öffentlich zugänglich. Ah, okay, verstehe. Vielleicht ist das die Heilanstalt, wo unsere beiden Sänger aus dem Pub ausgebrochen sind. Gut, Leute, ich werde da gleich reingehen. Aber für heute ist die YouTube-Folge leider schon vorbei. Oh mein Gott, hier sieht es aus, als ob hier ein Keller ist. Vielleicht können wir da auch reinlaufen. All das und noch viel mehr von diesem wundervollen Spiel schauen wir uns an, wenn es wieder heißt, Lassie spielt Alan Wake. Mich hat's gefreut. Ich hoffe euch auch. Lasst bitte ein Abo da, wenn ihr Bock auf weitere Folgen habt. Falls nicht, wünsche ich euch noch trotzdem einen wunderschönen Tag. Ja. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge zu Alan Wake Part 2. Ciao, ich bin raus.